Servus Leute, da sind wir wieder mit Pokémon Omega Rubin. Gott, hat das lange gedauert, bis ich endlich mal wieder zum Aufnehmen gekommen bin. Es tut mir leid, dass in den letzten Tagen so wenig von meiner Seite gekommen ist. Ich war schwer krank. Vielleicht hört man es noch ein bisschen, ich weiß es nicht genau. Ich hoffe, ansonsten passt alles. Oder werden wir jetzt schauen, dass wir unser Abenteuer fortsetzen? Gott, ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich heiße. Lass mal nachschauen hier. Wie immer. Ja, natürlich, mein Name ist Black Laser und da steht irgend so ein Typ vor unserer Pokémon-Center-Dingens. Nicht schlecht. Ja, das war ein guter Kampf. Danke. Du kannst mich jederzeit ein weiteres Mal zum Kampf herausfordern. Ich freue mich schon sehr darauf, dich und dein Pokémon-Team, wiederzusehen, wenn ihr stärker geworden seid. Vielen Dank. Ab jetzt lege ich jeden Tag eine extra Stunde Training ein. Bis zu unserem nächsten Kampf. Arenaleiter Norman, ich habe viel von Ihnen gelernt. Vielen Dank für alles. Gott, was für eine furchtbare Stimme der Kerl hat. Na, wenn das mal nicht Black Laser ist. Was? Woher kennt mich der Kerl? Dann ist mit dem Umzug alles glatt gegangen. Oh, ein Freund der Familie? Aber was stehen wir eigentlich hier draußen herum? Lass uns in die Arena in aller Ruhe miteinander reden. Mir nach, Black Laser. Ach, das ist kein Pokémon Center, das ist die Arena. Und ich folge dem Fremden einfach. Sag mal, hast du es etwa allein hierher geschafft? Wow, ich bin schwer beeindruckt. Ja, toll, ich bin durch zwei Routen gelatscht, ne? Das ist voll der Aufwand gewesen. Hey, du hast ja schon ein Pokémon-Team. Na dann ist die Sache klar. Du willst bestimmt in meine Fußstapfen als Trainer. Ich weiß nicht mal, wer du bist. Was? Hab ich recht? Da bin ich ja schon mal gespannt. Jetzt weiß ich nicht. Hatten wir schon herausgefunden, dass mein Vater der Arenaleiter hier ist? Die letzte Aufnahme ist einfach zu lang her. Natürlich weiß ich das. Ich habe das Spiel ja schon mal vor einer Ewigkeit gespielt. Aber ja, ich wollte mich eigentlich so ein bisschen ins Roleplay vertiefen. Hm? Wer? Ach, du bist Heiko, nicht wahr? Ja, genau. Ich ziehe ab heute für eine Weile zu meinen Verwandten nach Wiesenflur. Ich hätte gerne ein Pokémon als Begleiter. Sie wissen schon, damit ich dort nicht so einsam bin. Oder mich nicht so einsam fühle. Etwas zweideutig. Ich würde dem Jungen kein Pokémon geben. Pokémon sind zum Trainieren da, nicht für irgendwas anderes, okay? Okay, also. Aber ich habe leider noch nie ein Pokémon gefangen. Ich weiß noch nicht mal, wie das überhaupt geht. Wow, ist ja dämlich. Du schmeißt einen Pokéball, Junge. Das ist doch nicht so schwer. Hast du das gehört, Black Laser? Hilf Heiko doch bitte dabei, ein Pokémon zu fangen. Hier, Heiko. Ich leih dir eins von meinen Pokémon. Also wirklich, ein sehr fragwürdiger Erwachsener, den wir hier haben. Oh, wow! Ein Pokémon! Und diese Pokébälle bekommst du gleich... Oh, halt, das ist die falsche Stimme. Und diese Pokébälle bekommst du gleich noch dazu. Gib dein Bestes. Heiko hat einige Pokébälle erhalten. Ja, das ist... Wie schon gesagt, ich wäre nicht der Meinung, diesem Jungen da einfach Pokébälle zu schenken. Du heißt Black Laser, nicht wahr? Es würde mich sehr freuen, wenn du mir bei meinem ersten Fang etwas über die Schulter schauen würdest. Aber fühl dich bitte auch nicht dazu gezwungen. Ich gehe schon mal voraus. Sag mal, das fällt mir jetzt irgendwie erst auf. Ist der in seinem Schlafanzug? Läuft er hier in seinem Schlafanzug umeinander? Ich denke schon. Der Junge ist total auf Droge. Er will Pokémon zum Knuddeln und läuft in seinem Schlafanzug herum. Hat keine Ahnung, wie man einen Pokéball wirft. Aber okay. Pokémon verstecken sich in hohem Gras. Wie diesem hier, stimmt's? Bitte bleib kurz hier und sag mir, ob ich beim Fangen auch alles richtig mache. Wow! Was ist los mit dem Jungen? Okay.
Okay, ein Drassler. Der hat es ziemlich gut, so ein Drassler zu finden, als gleich als erstes Pokémon, was er so trifft. Ich meine, ich weiß, Heiko fängt immer am Anfang ein Drassler, aber um wieder zum Roleplaying zurückzukommen. Denn Pokémon ist ja nun mal ein RPG in gewisser Art und Weise. Also Drasslers sind relativ selten eigentlich. Scheiß Glückspilz. Ich bin schon mal überlegen, ob ich nicht selbst eins in mein Team aufnehme. Seitdem es den Feentyp gibt, sind Drasslers eigentlich ziemlich stark. Problem ist bloß, ich mag die Endentwicklung nicht auch nur eins, nicht auch nur so ein bisschen so sehr wie Simsala zum Beispiel. Was auch ein Psycho-Pokémon ist, aber halt kein Feen-Pokémon. Und ja, Typ W ist schon ziemlich praktisch, muss man schon mal sagen. Also, soweit ich weiß, nur wenige Schwächen. Das waren die Schwächen Gift und boah, noch irgendwas, was weniger wichtig ist. Ich hab's geschafft! Es gehört mir! Mein eigenes Pokémon! Dankeschön, Blicklaser! Lass es zurück zur Arena gehen! Meh. Das war ja nun nicht so schwer. Ich meine, der Kerl hat einfach nur Pokémon mit einem Pokéball gefangen. Und? Hat alles geklappt? Ja, wunderbar! Ich gebe Ihnen Ihr Pokémon zurück! Überhaupt so geil, der Arenaleiter hat eigentlich nur so ein total lahmarschiges Tic-Tacs ihm gegeben, auf weiß ich nicht, Level 5 oder was das wahrscheinlich war. Wenn man sich das mal überlegt. Ich könnte den jetzt schon locker besiegen. Aber nein, wir warten. Blicklaser, vielen Dank für deine Hilfe. Allein hätte ich dieses Drassler nie gefunden. Was habe ich getan? Ich bin daneben gestanden und habe dumm geglotzt. Was? Ich werde mich gut darum kümmern. Ehrenwort. Oh, scheiße, Alter, das interessiert mich null. Ach ja, ich möchte mich noch irgendwie erkenntlich zeigen. Blicklaser, darf ich mal kurz dein Pokémultinavi haben? Nein, Mann. Deine schwierigen Grabbelfinger von, weiß ich nicht, was du mit deinen Pokémon anstellst in deinem Pyjama. Oh nein, 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 was hat er gemacht? Heiko hat dein Pokénavi, Multinavi erweitert. Okay, und was für eine Funktion? Die Funktion Spielnavi wurde hinzugefügt. Echt jetzt? Spielnavi! Okay. Seriously, man, you're creepy. Mit dem Spielnavi kannst du deine Pokémon kraulen und besondere Trainingslektionen unterziehen. Was? Nein! Wer will denn sowas? Ja, okay, kraulen ist schon mal ganz nett, aber nicht so wie der Typ das vorhat. Nicht so wie der! Ah! Über das PSS. Okay. Nette Abkürzung. Kannst du außerdem mit Freunden Pokémon-Kämpfe austragen und noch viel mehr. So stand das zumindest in einem Buch, das ich auf dem Straßenrand gefunden habe. Unter einer Brücke. Ein Bettler hat das zuvor in seiner braunen Hand. Der Bettler war nicht schwarz. Was? Ich habe mich schon so darauf gefreut, endlich Zeit mit Pokémon verbringen zu können, dass ich mich über die Funktion des Pokémultinavis schlau gemacht habe. Oh Gott! Oh Gott! Der Junge ist so gruselig! Drassler und ich werden immer unser Bestes geben. Ich hoffe, das gilt auch für dich, Blicklaser. Wie spät ist es eigentlich? Meine Mama wartet bestimmt schon auf mich. Ich muss nach Hause. Bis bald, Arenaleiter Norman und Blicklaser. Oh, Jesus Christ. Hoffentlich sehen wir ihn nie wieder. Ich bin schon gespannt auf seinen Werdegang. Ja, also ich auch. Aber jetzt zu uns, Sohnemann. Ah, du bist also mein Dad. Okay, jetzt wissen wir es aber ganz sicher. Toll. Wobei, ich bin mir da eigentlich gar nicht so sicher. Irgendwie nehme ich ihm das nicht ab. Ich meine, ich habe seit, weiß ich nicht, einem Tag oder so angefangen, Pokémon zu trainieren. Vielleicht zwei. Ich habe jetzt schon stärkere Pokémon als er mit seinem Zigzags Level 5.
Black Laser, wenn du ein guter Trainer werden willst, höre auf meinen Rat. Wer hat dich um deinen Rat gefragt, Alter? Nicht weit von hier befindet sich eine Stadt namens Metaross City. Hm. Meta, der Rost, hä? Dort solltest du als nächstes hin und die Arenaleiterin Felicia herausfordern. Danach besuchst du die anderen Poker-Arenen und versuchst, jeweiligen Arenaleiter zu besiegen. Für jeden besiegten Arenaleiter hältst du einen Orden. Ich bin natürlich auch ein Arenaleiter. Oh ja, stell dir vor, wir sind in eine Arena gegangen und der Typ davor, auch wenn er ein bisschen irre war, hat dich Arenaleiter genannt. Wow. Sind hier denn alle wahnsinnig um mich herum? Eines Tages werden wir also gegeneinander kämpfen. Ja. Irgendwie freue ich mich schon auf den Tag. Meine Pokémon werden dir den Schädel einschlagen. Aber vorher musst du noch um einiges stärker werden, Black Laser. Echt jetzt? Na gut. Wenn er meint, er wird schon sein blaues Wunder erleben. Mark my words, man! Das war nicht das letzte Mal, dass du mich gesehen hast. I'll be back! Deswegen, ja, ich spreche einfach jeden Mal an, jeden einfach mal auf die Nerven, bis er mich wegschickt und sagt, hier hast du Lollipop und so.